Hallo? Guten Tag. Ali for me. Guten Tag. Account erstellt 12. Februar 2022. Und du folgst mir seit dem 12. Februar 2022. Set ist seltsam. Sprichst du Deutsch oder Englisch? Muss ich mal Fenster zumachen, hier wird, glaube ich, gerade geputzt. Nicht, dass da im Haus jemand daneben steht und zuhört, was ich hier erzähle. Das möchte ich nicht. So, Ton umstellen. Nee, das ist Licht. Ton. Kopfhörer auf. Wir spielen heute wieder Konsole. Oh, Ghost of Tsushima, wie man sehen kann. Naja, nicht ganz. Es ist kein Ghost of Tsushima Displayed, aber zumindest so ein Samurai Displayed. Ja, und wir gucken mal heute, was auf Iki Island so los ist. Einen Augenblick noch. So. Fortfahren. Minitan ist im Chat. Na, Andi, wie geht's dir? Alles gut bei dir soweit? Geist von Iki. Und die anderen, die beiden Geschichten. Sonst, wo sind die? Ist alles da drüben. Na dann. Supi, dreimal schlafen bis Wochenende. Hoffe, bei dir ist auch alles okay. Bei mir ist alles bestens. Ich kann mich aktuell echt nicht beschweren. Arbeit läuft mit wenig Aufwand. Aktuell, zumindest ist diese Woche. Ich bin ab und zu im Büro, sehe Leute. Also nicht nur Homeoffice, sondern auch mal so ein bisschen Präsenz zeigen. Mir geht's gut, das Wetter ist genau nach meinem Gutdünken, also so 20 Grad, obwohl es jetzt zum Ende der Woche hin ein bisschen regnen wird und kühler wird. Man merkt halt, dass der Sommer vorbei ist, und das finde ich ganz schön. Also, alles, ich bin rundum glücklich. Der Familie geht's gut,
zocken. Dann will man mehr. Geht's dir denn körperlich einigermaßen? Ich glaube, Rücken war ja so ein bisschen das Thema. Ich hoffe, da hat sich alles wieder ein bisschen normalisiert. Und 3 Tage bis zum Wochenende finde ich natürlich auch mega. Freue ich mich schon sehr. Am Freitag kommt die Mama mit einer Freundin nach Berlin. Die gehen am Samstag in den Friedrichstadtpalast. Und am Freitag werden wir zusammen was essen gehen. Und am Wochenende wird gespielt. Fit oder sagen wir dem Alter entsprechend. Sehr gut. Na, ich mache neuerdings ist jetzt seit 2. August, seitdem ich die Uhr habe. Ich habe so eine tolle Apple Watch mir geholt, ich kloppo. Seitdem ich die Uhr habe, mache ich jetzt regelmäßig Bewegung. Das heißt, am Tag mindestens 30 Minuten Sport, gerne auch mal länger. Dass ich halt auch schwitze und ein bisschen ins schwere Atmen komme. Nicht nur durch die Treppen steigen, sondern wirklich durch körperliche Ertüchtigung. Und das hilft. Also ich stehe nachher auch nochmal 30 Minuten auf dem Trampolin. Nicht nur stehen, sondern wirklich hüpfen. Das ist, glaube ich, auch ganz gut für den gesamten Körper und im Zweifelsfall auch für den Rücken. Ja. Muss von meinem Gewicht irgendwie runterkommen. Das geht zum einen mit Ernährung, aber zum anderen vielleicht auch ein bisschen mit Bewegung. Rum, oder? Gucken, ob es hier irgendwo weitergeht. Live-Trampolin-Stream? Eher nicht. Das ist nicht schön anzusehen, wenn der Blob da drauf rumhüpft. Nee, auch Fitness und sowas. Nee, das kann ich nicht streamen. Möchte ich nicht. Können schon, aber... Exhausted already. Your path leads to madness and death. The poison still affects me. Das reicht, finde ich, mir für mich selber ein Abhechel und mich da so ein bisschen zum Klops machen. Da muss niemand zugucken. Aber es ist ganz angenehm, das Trampolin steht halt hinter der Couch. Und wenn ich dann darauf rumhüppe, kann ich sie hingucken. Blobdance, ja genau, so kann man sich das vorstellen. Ja, dann hüpfe ich da 30 bis 45 Minuten und schwitze ordentlich. Also man kann wohl über 1000 Kalorien pro Stunde verbrennen auf einem Trampolin. Ich denke mal, ich bin eher bei ein bisschen weniger. Aber man merkt, man kommt ins Schwitzen, man bewegt seinen Körper, man steht nicht mehr auf so festen, stabilen Boden, was ja auch ein bisschen die Beine dann trainiert. Den Gleichgewichtssinn auch ein bisschen stärkt. Und wie gesagt, auch gut für den Rücken, glaube ich, ist. So, Sonne ist untergegangen. Weiter geht's.
Hier ist irgendwas. Und hier ist eine mongolische Ansiedlung. Ach, der lag am Boden. Der lag am Boden und hat sein Leben sozusagen ausgehaucht gerade. Das tut mir leid. Für ein brutales Schwein ich bin.
Oh, den haben sie aber schnell alle gemacht. Den eigentlich extra mit so Halluzinationsgift versehen, damit er seine Leute angeht, aber irgendwie hat das nicht ganz geklappt. Das war der Kopf. Da war der Kopf ab, krass. Jemand oder wer hat mich da gesehen? Oh nein. Verloren. Beim Gamblen und bei der Slot Machine. Oh. Grüß dich, Herr Sohn. Ich hoffe, dir geht's gut. Ah, da oben. Sehr gut, ist wieder Ruhe eingekehrt hier. Justus back from Tsushima. Probably got sick of all that kneeling and bowing. Or this, Lady Rat. Land taxes, household taxes, rice taxes. Da sind wir angekommen, oder? Da. Any of those on Iki. Get blood from a storm. The fight took a lot out of me. Hier werden die Toten begraben. Ach, guck mal, direkt aufgedeckt. Sehr schön. Sehr schön.
So, hier ist noch irgendwas versteckt. Wie kommt man da irgendwie hoch? Die hier sind kaputt, am kaputt kloppen. Oh, schön hier. Ist da oben eine heiße Quelle, oder? Ewige Hoffnung, daran haftet noch der Duft von Blauregen, der viele Menschenleben überdauern kann. Schön. Sehr, sehr schön. Können wir mal kurz auf Klo. Halbe Stunde nach Streamstart. Das ist noch nicht Rekord, aber bald. Also bis gleich. So, wieder da. Sorry nochmal, Dr. Honk. Man tut, was man kann und das am besten. Na, ich musste halt mal pieseln, es ging nicht anders. Hallo, Six. Das ist ein autogenes Trainings-Entspannungs-Stream. Ja, auf jeden Fall, ne? Also so mit der Aussicht. Einatmen. Ausatmen. Oh Mann, ey. Ja, grüß dich, ich hoffe, dir geht's gut soweit. Und dem Six natürlich auch.
Entspanne den Ringmuskel und lass los. Mhm. Sagt mir jetzt nichts, aber okay, ja. Icky Island. Schöne Insel. Wir spielen gerade das DLC, ne? Wir sind ja eigentlich hier drüben auf Tsushima unterwegs gewesen. Hier ist aber alles soweit fertig. Und haben uns das DLC jetzt angeschaut. Also haben. Wir sind noch dabei, uns das anzugucken. Warum ist die Burg meines Vaters, die aktuell besetzt ist von so einer alten Gewitterhexe? Die hat mich vergiftet. Und jetzt muss ich gucken. Mein Gesicht ist hier, warte. Ich stehe gerade vorm Rechner und strecke mich gerade mal ein bisschen. Ich setze mich aber gleich wieder, mache ich die Hackfresse wieder an. Was denn, Honky? Die Uhr will wieder nicht mitkriegen, dass ich mindestens schon eine Minute wieder stehe. Was soll's? Ich habe meine 8 Stunden Zielzeit erreicht heute. Guten Tag. So. Nee, ey, ich drücke immer die falschen Tasten, ne? Wenn die Belegung der Dinge unterschiedlich ist in zwei Spielen, die du parallel spielst, dann ist das nicht unbedingt immer sehr hilfreich. Kann ich euch schon mal sagen. Ey, ich brauch keine Hilfe. Ich rede nicht mit dir. Also ich meine meine Uhr gerade, sorry. Bin mal schnell einkaufen. Mach das. Mach das. Bis später vielleicht oder bis demnächst. Sellers? Traitors? Maybe Yamaneko got tired of being the butt of every joke. So, ich stelle mich mal ein. Oh, da ist eine Quest. Dauert nicht lange. Ja, mach ganz in Ruhe. Ich bin bis um 7 bin ich da. Ship came out of nowhere. Fired a huge volley of burning arrows at us. We lost our homes, everything. I'm sorry. Where did this happen? Midway along the western coast. Be careful. The bastards blast anyone they see. Stay safe. I'll see what I can do. Es ist eine Zeltwand vor uns, da sieht man uns leider nicht. Okay. Unruhige Gewässer. Okay, da kommen wir auch irgendwann hin. Wir gehen jetzt erstmal hier zur helfenden Hand. Six, wie geht's dir so? Alles gut bei dir? Was machst du so den lieben langen Tag? No good. Mongols are set up all over. We go try to hit Tsushima too. I hear Mongols there just kill. They don't mess with our troops. Work. Hab die letzte Woche endlich Game of Thrones durchgeschaut. Alle Staffeln, die es gibt, in einer Woche? Nee, oder? Echt jetzt? Staffel 1 bis 6? Krass. Und wie hat es dir gefallen? How many has she poisoned? My brother is the smartest person I've ever known. Noch nicht mal eine Woche. Now look at him. Fünf What Tage? Did the Mongols do to him? Take him to Funa's refuge. You'll be safe there. Das heißt, du hast pro Staffel einen Tag, nicht mal einen Tag gebraucht. Wie weggebinged. Wie schade. In so kurzer Zeit so schöne Sachen. Wobei, das sind ja mal nur 10 Folgen gewesen, ne? Aber trotzdem.
Das kannst du doch gar nicht, in dem Tempo kannst du das doch gar nicht genießen. Binge Master, ja. Da hat er Game of Thrones geguckt, sehr schön. Doch. Na gut. Schwur eines Hausbauers. Sie brannten mein Haus nieder, aber ich werde nicht aufgeben. Ich kann es wieder aufbauen. Ich begebe mich jetzt in den Wald, um Holz für die Wände zu sammeln. Danach werde ich im Grasland jagen und Felle für das Dach erbeuten. Von den Schiffswracks am Strand kann ich bestimmt genug Metall zusammensammeln. Dann sollte ich alles Nötige haben, um mir im Wald des listigen Jägers ein bescheidenes Heim zu bauen. Ich, Emotaro, schreibe dies als Versprechen an mich selbst. Ich werde das schaffen und noch viel mehr. Der will also hier ein neues Haus hinbauen. Ein bisschen was hat er ja schon gesammelt. Das heißt, da stand ja eben, was er alles machen will. Das ist doch schön, dass dir das gefallen hat. Also ich fand die Serie auch großartig. Ich habe die aber nicht in 5 Tagen geguckt, sondern musste, glaube ich, die verteilt über 5, 6 Jahre schauen. Weil ja immer dann Produktionspause war und so. Aber ich fand die echt gut. Die letzte Staffel, naja, war nicht so berauschend. Aber im Großen und Ganzen war die Serie sehr, sehr gut. Hätte ich gar nicht ausgehalten. Hättest du aber gemusst. Mussten wir alle. Mussten wir ja alle irgendwie aushalten. So hatte ich den Vorteil, alles im Ganzen zu sehen. Ja, das stimmt wohl. Setzt Ruhe. A disgrace to Clan Sakai. Creeping around like a filthy-minded criminal. Die letzte Staffel fand ich jetzt nicht so schlimm. Ist gekommen, wie es kommen musste, irgendwie. Ja, wie gesagt, ich fand die nicht super schlecht, aber im Vergleich zu allen anderen Staffeln. Eigentlich hätte es mir gereicht, wenn man in der 5. aufgehört hätte. Die 6. hat es nicht unbedingt. Ja. Besser gemacht oder so. Aber im Grunde war das schon mal nochmal cool, Arya gegen den Eis. König da kämpfen zu sehen. Das war schon cool. Und dass der einen Drachen sich gekrallt hat, das fand ich auch mega cool irgendwie.
Den Eisdrachen dann, das war schon, und wie die Mauer dann zerfetzt wurde. War auch gut. An den Lich King hatte ich das so ein bisschen erinnert, ja. They took us captive. Ja. Then killed him. The old man who took care of the monkeys. Oh. Where did this happen? The old camp overlooking Saruiwa. They're rounding up all the animals there. Who knows for what? Find shelter. I'll look into it. Rehheiligtum. Da müssen wir bestimmt wieder Musik flöten, oder? Ja, Flöte spielen. My mother loved the deer, honored them. I'll play one of her songs for them. Da steht auch schon ein Reh und guckt, oder ist es sogar ein Hirsch? Kommt näher. Ein Hirsch. Mother would sit us down by deer like these and have me recite poems from Kokinshu for them. I struggled. Whenever I faltered, she would pick up right where I left off. She knew it all by heart. Talisman der Sicht zu Garus. Mit dem Segen des Rekami können Bögen bis zu 3 Pfeile gleichzeitig abfeuern, wenn genug Munition vorhanden ist. Krass. Gut fand ich, dass das Fantasy-Gedöns sehr langsam dazukommt und zum Schluss ganz da ist. Also, dass das nicht von Anfang an so offensichtlich war und Stück für Stück Einzug in die Serie gehalten hat. Vikings, ja. I'm right here! Vikings habe ich schon durch. Habe ich schon durchgeguckt. Britannia Staffel 2. Ja, stimmt, das gehört ja irgendwie zusammen, ne? Your friend is wrong. The path ahead may take a lifetime. But I will walk it with you.
real. I have to stay strong. Tudors, okay. Hast ja noch ein bisschen was vor dir. Hold still. Thank you, stranger. You're safe now. Da hast du ja noch ein bisschen was zu klotzen. Das hat mich, glaube ich, nie so wirklich angesprochen. Also finde ich jetzt nicht so interessant. Und dann gab es auch noch so eine andere Serie. Ging die auch in Richtung Vikings? Ich weiß es gar nicht. Guck mal kurz auf mein Track-Profil, was ich da geschaut habe. So. Progress. Und zwar spreche ich von The Last Kingdom. Da habe ich 2 Staffeln geguckt. Das war eigentlich auch nicht schlecht. Aber irgendwie habe ich nie Staffel 3 und 4 geschaut. Oder bisher zumindest nicht. Todes ist doch so mittel... auch so mittel älterring älter, was ist das denn für ein Wort, das kann ich gar nicht lesen. Mittelalterintrigen wahrscheinlich. Bei Herr der Ringe warte ich wohl bis die Staffel, hol die Staffel ab. Du willst lieber alles auf einmal und nicht immer Stück für Stück gucken. Okay. Ja, jeder wie er mag, ne? Mittelalterintrigen, okay. Na dann, auch dort viel Spaß. Witcher muss ich. Witcher war die erste Staffel großartig, die zweite war... You said earlier you've been making poisons. Oh ja. Stronger. You'd have to kill a man. Young master, no one deserves that. A small victory achieved without honor. Face them as a warrior with honor, not a monster. Ja, mal gucken, was du sagst, wenn du es gesehen hast. Ich gucke halt aktuell Game of Thrones, Herr der Ringe und Elite habe ich die 2. Staffel geguckt, aber irgendwie ist das nicht so meine Welt, ich weiß auch nicht warum. Ja, und dann mal gucken, gibt ja so viele Serien, man kann gar nicht alles gucken, was es da so gibt, muss man sich also dann Stück für Stück raussuchen und für irgendwas entscheiden. Die Zeit ist halt begrenzt, ne?
Rad der Zeit. Amazon liebt das, ne? Ja. Fand ich jetzt nicht so gut. Der Schauspieler, der die Hauptrolle spielt, ist ganz schön anzuschauen, aber da hört es dann leider auch schon wieder auf. Wo ist denn der Vogel denn? Dann ist er weg. Ich fand ihn nicht so besonders, muss ich ganz ehrlich sagen. Die erste Staffel geschaut und dachte mir dann so danach, ja, reicht. Naja, bekannte Buchreihe, ja, aber umgesetzt nicht so geil. Wobei, ich kenne das Buch ja nicht, ne? Also, ich kenne ja diese Buchreihe nicht. So, wir müssen irgendwo hier hinten lang. Oh, das arme Pferd, das tut mir leid. Losing your edge. People will die because of you. No, don't listen. Hey! Fett erschossen, glaube ich. Mal sehen, was der neue Dungeons & Dragons Kinofilm so macht. Dungeons & Dragons im Kino habe ich bisher nicht so gute Erfahrungen gemacht. Ich glaube, ich habe nur einen im Kino gesehen und der war nicht sehr gut. Der war schon sehr trashig. Aber ist auch schon Ewigkeiten her. My neck. Thank you so much. I'm free to go. Thank you. Go. Yes, you are. And stay safe. You are free to go. They killed so many, and I was going to be next. Yeah. Na, mal kicken. Chris Pine spielt im Dungeons & Dragons Film mit? Was? Okay. Ghost of Iki, they call him. I'll take him over a dozen samurai any day. You better go. Schön die Bude leer looten. Alles Essen einpacken, was ich finden kann. The ghost will help us. I hear he killed 1,000 Mongols with that old Shimura bastard slung over his shoulder. Yes? Those stories, they're not entirely true. Of course they are. You must have heard some good ones about the ghost.
I am the ghost. I didn't hear the tales. I live them. Good one. If you want to help his fight, the ghost of Iki is asking for donations. We leave our offerings at his camp, northeast of where Kidafure village used to stand. If you're taking food, he likes his sake filtered and his millet washed. I'm sure he does. The ghost hears our prayers. Hearing's one thing. Let's hope he answers them. Mir kurz eine Audionachricht von der Mama abhören. Die spricht immer lieber Sachen auf, als dass sie die tippt, was aber auch ein bisschen mit den Augen zu tun hat. Sie braucht halt für alles eine Brille und wenn sie sie dann nicht griffbereit hat, dann nimmt sie einfach auf und schickt das. Verstehe ich irgendwo. Neue Spider-Man ist gerade wieder mit einer erweiterten Fan-Edition im Kino. Was ist denn eine erweiterte Fan-Edition beim neuen Spider-Man? Der kommt, ist jetzt also nochmal ins Kino gekommen. Okay. Spider-Man. Fan-Edit. Und gehst du ihn noch mal gucken oder warst du schon oder? Wouldn't want to be whoever you are after. Don't know how much longer I can hold on. In welchem Kino denn? The Moors Fun Stuff Version. Was soll das denn sein? Das klingt komisch. Comes packed with 8 minutes of deleted scenes, including some extended content counsel with a really good lawyer. Mit Daredevil oder was? 11 Minuten mehr und dafür nochmal den ganzen Film gucken? Nee. Ja, tatsächlich, Daredevil ist mit drin. I can't do it. Matt Murdock. Kill someone. Krass. Na dann viel Spaß schon mal, falls du den dir anschaust. Daredevil, das war ja eine super Netflix-Serie, also die fand ich echt gut. Wonder who's been impersonating me. Der war im Film schon mit einer Szene drin, okay. Hab ich schon wieder alles vergessen. Und dann hat er jetzt ein bisschen mehr Screentime in dieser erweiterten Version bekommen anscheinend.
Ist doch schon wieder ein Jahr her, dass ich den gesehen habe. Der war doch 2021, oder? Hallo, Hardware Max. Ich sag einfach Max. Hallo, Max. Grüß dich. So, Bier am Start. Bier am Start. Jetzt geht der Feierabend los. Sehr gut. Genieße es. Lass es dir schmecken. Still warm. Drank every drop. He was here, maybe watching something. I should wait. See if he comes back. Ein Fernglas. Jawohl, danke. Sehr gut. Das sind bestimmt die Szenen, die sie in der Disc-Veröffentlichung als Zusatzmaterial versprochen haben, aber nicht bei waren. Das kann gut sein, ja. Damn it. That is possible. You must be the ghost. Are you stealing sake? Krasser Geist, der trinkt gerne mal eine Bandurst. Also zum Kaufen dieser Version abwarten. Ich habe schon Ewigkeiten keine Blu-Rays mehr gekauft. Ganz ehrlich sagen. More thief than samurai. Wie er da lang schleicht. Don't hit those barrels. Where are you running off to? Better catch up. Ich habe ja jetzt auch Feierabend mit kleinem Zwischenstopp in der Unfallstation im Krankenhaus. Knie aufgeschlagen, musste wieder zusammengeflickt werden. Mussten die da so einen Riss nähen? Du Armer, was hast du denn gemacht? Geklebt haben sie. Also das Fleisch. Hör auf. Igitt. Klebt man heutzutage Wunden? Guck, da ist der Jakuki, der kann das bestimmt sagen, ob das so ist, ob die mit Klebstoff arbeiten, anstatt mit Nadel und Faden. Ich kaufe größtenteils auch nur noch die Marvel-Filme. Ich gucke nur noch Digital-Sachen. Also ich habe zwar noch ein paar Blu-Rays und DVDs hier im Regal, aber die Zeiten dieser physischen Medien sind für mich Geschichte. Gibt beides, also je nachdem. Okay. Schönen guten Tag, Benny. Eieiei, Maxi King, was tust du nur? Heißluftpistole. Hab mir bei so einer Schiene das Knie aufgerissen. Das sah echt widerlich aus. Ja, und hat bestimmt auch geblutet wie Sau. Spachtelfix, einfach drauf. Time to meet the ghost. Das war bestimmt, sah bestimmt nicht lecker aus. Die Banditen kämpfen bestimmt gegen die Mongolen. Die fetzen sich da zumindest. Ist hier noch ein Schrein? Oh! Ein Schweineschrein! Ganze Schienbein und ganze Wade war voll mit Blut. Oh, ey, da kriegt man schon ein bisschen Schiss, oder? Kriegt man da ein bisschen Schiss, dass man so ein bisschen zu viel Blut verliert? Ich würde ja sagen, ich würde richtig Schiss kriegen. Ich werde jetzt wieder Flöte spielen.
hört genau zu. Es klingt nach einem Katzenschreien. Miau. Streaming-Anbieter kosten dauerhaft, dafür dauerhaft. Genau. Da zahlst du zwischen 5 und 10 Euro im Monat pro Anbieter. Das stimmt, solange man das Abo halt hat. Ich hätte Elektriker. Ich bin Elektriker vielleicht. Gibt's da Elektriker Gips gehabt? Was ist denn Elektriker Gips? Eine besondere Form von Gips anscheinend, oder? Aber weiß aber nicht, ob das so gut gewesen wäre. Ich glaube nicht. Das dann wieder zu lösen, rauszuschneiden, ist nicht so schön. Geblutet hättest du nicht mehr. Hallo Silenx, grüß dich. Schon wieder ein Sub. Jeden Tag subst du hier. Wie krass. Nochmal 36 Monate. Vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Einen schönen guten Tag. Let's flöt. Despite the violence, it is beautiful here. Das fette Katze, die hat nur viel Fell, die ist nicht fett. She lured me away from study and practice. Sie hat nur viel Fell, das ist eine Wildkatze. Said we'd studied all afternoon. She told me sometimes living is more important. Oh Mann, ey. Naja, aber ein Glück, Max, dass sie dir helfen konnten und dass jetzt nichts mehr blutet. Und ich hoffe, du bist in Zukunft vorsichtiger. Du musst aufpassen. Die sind alle so voll viel mit Fell. Tschüss, ihr Katzen. Ein Schonker. Eine Mischung zwischen Schaf und Kater? Aber wo kommt das Ohr her? Das war mein erster Arbeitsunfall seit 4 Jahren, von daher okay. Dann ist ja okay. Hat man das auch mal mitgemacht? Alright, Ghost. Let's see if you've left a trail. Tracks. Clumsy. Chonka wäre korrekt. Hab da ein S dran gedichtet. Chonka Cat. Fantastische Suchergebnisse auf Google. Sollte ich das wirklich bei Google eingeben? Die armen Katzen. Oh mein Gott, sind die... Die haben aber ganz schön viel Fell. Oh. Chonka Classification Chart. Geben Sie Lemon Party ein? Nein. A fine boy.
Oh mein Gott. Reddit. Oh mein Gott, das ist fies. Das ist Tierquälerei, oder? Level Chonker Level 70, Massive Chonk. Heute Abend Highlander 1, yippie. Im Fernsehen oder einfach so gestreamt? Heat Chonk, Hacking Chonker, Body Fat. 70, 65% Körperfett. Ach du Scheiße. Die armen Katzen, ey. Oh nee, das ist nicht schön. Kino? Na dann viel Spaß im Kino. Bist voll oft im Kino. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Gehst du alleine? Hoffentlich nicht. Sie sind auch ein Chonker, aber nur Stufe 2 oder so. Remastered in 4K. Ah, sehr schön. Ja, auf jeden Fall viel Spaß. Einmal im Monat zur Zeit. Alleine gehst du ins Kino. Dann trotzdem viel Spaß. Ich sterbe 10 Tode vor Lachen. Was denn? Ist voll nicht in Ordnung, dass der Silence immer sagt, ich bin dick. Ich sag nicht, du bist dick. Ich sag, du bist fett. If only you had died. Easier for everyone. Poor broken child. I will remake you. What if this never ends? Ich hoffe, das mit den Drogen kriege ich wieder in den Griff. Das wäre echt nicht so schön, wenn man ständig so eine Halluzination hat. Früher war ich auch immer allein gegangen. Bin ich auch immer allein gegangen. Ich bin selten allein ins Kino gegangen. Ich würde nicht sagen, dass ich nie allein ins Kino bin, aber schon recht selten. Top Gun, den neuen, der soll ja ganz gut gewesen sein, aber ich habe den noch nicht geguckt, nee. Den alten habe ich, glaube ich, auch nie wirklich gesehen. Müsste man dann vielleicht in Verbindung mal gucken. Aber gibt es doch, glaube ich, auch schon im Netz irgendwo, oder? Also, legal meine ich, nicht illegal. Ich rufe hier nicht auf zu illegalen Dingen, ne? Hab halt nur Friends Forever Alone. Ich hoffe, ich krieg das mit den Drogen wieder in den Griff. Kann man echt krass aus dem Kontext reißen. Ich redete vom Spiel. Mann. Aber hast schon recht, das ist echt schwierig. Ja, es ist so klar. Mann, Silence. Jetzt ist das für immer verewigt. Was sollen denn die Leute von mir denken? Enough. I'm looking for the ghost. You and half the island. But we found him first. This little rat shit owes us a fortune. He owes me more. Unglaublich, ey. Auf den Silex ist echt verlassen. Then we start snipping off toes. So you're the hero everyone's talking about. Oh no. I'm not the ghost. But I do work for him. There we were, fighting to save Iki Island. And those dead fox bandits attacked us, took the ghost prisoner.
Where do they take him? Their camp, just west of here. I've got one day to pay them back. No, stay out of trouble. I will find your master. I have some questions for the ghost of Iki. Ghost of Iki, Ghost of Tsushima. Wenn er auf seiner Insel bleibt, ist alles okay. Max, vielen lieben Dank für das verschenkte Sub. An den Dr. Honky, viel Spaß mit den Emotes. Thank you so much. Lacht er sich weg. Der Peppe. Und drückt ein Herz, glaube ich. Oder ist es ein Teddy? Aber ein Teddy hat auch ein Herz. Also kann man sagen, Teddy drücken ist ein Herz drücken. Thank you. Thank you, yes? Thank you very much. Wir müssen weiter in die Richtung. Ah. Much appreciated. Servus. 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 Bonjour. Hallo Leon, grüß dich. Ja, thank you very much. Much appreciated. Show me the mighty samurai skill. Ich werde Sie verklagen, Herr B. Warum? Weil ich mich lustig gemacht habe über die Typo, also über den Schreibdings da. Ach komm, du stänkerst mich auch immer. Da kann ich auch mal so einen Spruch geben. Oh Mann, danke für den Host, Max. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, dir geht's gut soweit, Leon. Ach nee, ich werde wahrscheinlich verklagt, weil ich den Echtnamen benutze. Weil ich den Klarnamen benutze und nicht den anderen. Sag mal, der schießt durch die Bäume. Nein, weil sie sich über meinen Typo amüsiert haben. Sie haben quasi über mich gelacht. Ja gut, ich gebe zu, ich habe gelacht. Es hat mich amüsiert. Aber das muss doch noch erlaubt sein, dass man in seinem eigenen Stream lacht, oder? Bitte verklagen Sie mich nicht. Es tut mir sehr leid. Ich entschuldige mich hiermit in aller Form. So, was denn hier los? Hallo Matze, grüß dich. Hm. Oh, der Tee ist heute besonders lecker. Muss an der Freude sein, die in mir drin ist. Ich habe jetzt in Ghost of Tsushima die Geisthaltung freigeschaltet. Sehr gut. Geisthaltung ist das mit den Instant Kills, ne? Also. Hier. Nee. Geistwaffen. Nee, was meint er denn? Was meinst denn du, Leon? Die hier, oder? Also, dass man so Instant killt. Der Bildschirm wird rot und so. Ich mag den Johnny sehr gerne. Ich war auch schon vorher unterhaltsam. Stupid. You stupid.
They're not. What's 9 plus 10? 21. You stupid. Lesen. Ja, bei den Geisterwaffen ist der Skill. Geisthaltung und Geisterwaffen. Okay. Davor. Bist du lost? Ja. Ich kann dir nicht mehr folgen. Es geht nicht um Kampfhaltung. Es geht zu Geistwaffen. Geistkampfhaltung. Da, die meinst du bestimmt. Wo man dann so alles niedermetzeln kann. Bis zu 3 Gegner. Man muss mit L3 und R3 aktivieren. Die meine ich. Okay, ich bin vom Pfad des Verlorenseins wieder auf dem Pfad des Verstehens zurückgekehrt. Vergiss es einfach. Never mind. Was denn? Nicht, naja. Nicht so wirklich. Na klar. Sicher. So, ich mach mal Tür auf hier. So. Alright. You? Lord Sakai, get me out of here. Oh, pretending to be the ghost. A respectful tribute. Respectful? I should have known you were behind this. I'm sorry, Lord Sakai. With Mongols everywhere, I couldn't take it anymore. Then I heard this Icky smuggler was prepping a one-way trip to the mainland. I had to get out. And you didn't say goodbye. You're always so busy. If you were so eager to escape, how did you end up like this? I got caught sneaking aboard the smuggler's ship. When word got out that I was stranded on Iki, some very bad locals hunted me down, tried to rob me. Did you rob them first? Skimmed profits and sour sake never hurt anybody. So you're the most hated man on Iki. Half the island wants you dead, the other half you owe money. Am I close? Der Kenji, yeah. That doesn't explain the ghost act. The people here hate me. But as the ghost... Wieder Tane. The locals rob the lowlifes and... And buy your way to the mainland. Als ob ich so hinterlistig wäre. But you deal with this mess. But the ghost wouldn't do that, right? Hold still. Na, so verpeilt und immer so tollpatschig. Arms are still asleep. Er hat ein gutes Herz, auch wenn er immer die Leute verarscht. Aber er hat ein gutes Herz, wirklich. Glaube ich zumindest. Ich hoffe, ich kriege das mit den Drogen wieder in den Griff. Zum Glück steht ein Spiel dabei. Und dann ist es nicht ganz so zusammenhangslos, aber es ist schon grenzwertig. So, ich gehe jetzt Zombies vermöbeln. Ganz viel Spaß euch. Ganz viel Spaß dir und bis the next time. Frau Mumpitz war die letzten Tage sehr inaktiv. Du könntest gegebenenfalls ein paar Stunden aufgeholt haben zu ihr. Just saying. Zombies, Zombies, was spielt denn ihr da? Dying Light 2. Na dann. Hab da, glaube ich, gestern schon gemacht. Dying Light 2. Wann ist denn das rausgekommen? Ach, stimmt, das Ding, ja. Grafisch ja sehr schick und auch Multiplayer-mäßig unterwegs. 9,6 von 10. Released Februar 22.
Aktuell 40% Rabatt und Steam. Enjoy! Ist auch ein Musiksender, aber ich meinte in dem Moment wirklich viel Spaß. Hoffentlich geht es Frau Mumpitz gut, ich hoffe es auch. Wahrscheinlich ist sie nur gerade am Arbeiten. Alright, Ghost of Iki, you're on your own. Wait, 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 you can't leave me here. Everyone on this island is out to get me. What about your recruit? You met Hugo. Is he all right? He nearly lost his head trying to pay your ransom. He's just a fisherman. The kid needs me. Help me find Hugo, and I'll be out of your hair, I promise. Oh, he better be close. We agreed on a meeting place nearby, in case we were split up. Lead the way. I thought you only had eyes for Tsushima. What brings you to Iki? I came here with my father once. Years ago, never thought I'd return. When I heard something terrible was happening here, I couldn't ignore it. Wish I'd known about those rumors. All I heard was Iki is safe, not a Mongol in sight. This friend of yours, how did you convince him to join your ghost performance? The Eagle Tribe sank the boat I used to get here. I almost drowned, but Fugu pulled me from the sea. I tried to ditch him, but he wouldn't listen. He couldn't resist your charms. Few can, my lord. Fugu! It's me! I knew you'd escape, master! The ghost lives to fight again. Enough with the ghost talk, Hugo. You can call me Kenji. My friend here is the ghost. Oh, I see. Well, someone called the Viper has a message for the ghost. That's for me. You're in trouble with the Viper of Hakata Bay? He's the smuggler I told you about. The one with the ship ready to sail for the mainland. I tried sneaking on board, but he caught me. Now I owe him a small fortune if I want to keep my head and get off this island. Then we better meet him and sort this out. You're going to help me? The ghost of Iki is going to help himself. I want to meet the smuggler who spent the last 20 years evading samurai capture. Hey, und wo ist mein Pferd? Ah, hier. What happened to your horse? Miko? I had to trade him to the Viper as collateral. I hope he's all right. Lord Shimura's been hunting the Viper for years. You're lucky he didn't take one of your hands when you tried to sneak aboard his ship. He was about to chop off other things, but I convinced him to save me a seat to the mainland. All he took was handing over Miko and promising to pay 10 times the asking price. 10-mal so viel. Das ist ja dann wahrscheinlich wirklich ein kleines Vermögen. You should know, the Viper doesn't like people like us. People like us? You know, tough guys. Tough? What's so funny? Nothing. Well, whatever you do, don't push it. This doesn't have to get ugly. Wait here, Fugu. Yes, go. I mean, Master Kenji. Versteckter Viper. It's me, Kenji, the ghost of Iki. We're here to see the Viper. Be calm, Kenji, and don't talk too much. Who? Me? Where is my money? You must be the Viper of Hakata Bay. Who is the Masu, Kenji? He's a friend. Jin Sakai. Sakai? Had a run-in with your father once.
Never got the feeling back in my little finger. Oha. Cannot say I mourned him. My father made enemies, but they're not mine. Good. Old grudges are bad for business. How did this runt recruit a samurai? Kenji said he tried to sneak aboard your ship. He regrets the insult. That's me, stupid, disrespectful Kenji. Now he owes you a small fortune. A big fortune. If you came to negotiate, you are wasting my time. If you're holding out for money, it's going to take Kenji a year to pay you back. That is his problem. And yours. You need payment today to fund your journey and weather the Mongol invasion. Lower Kenji's payment, and we can settle up now. Or wait, and hope he survives long enough to pay you back in full. Hey! You have got a smart friend, Kenji. I think we can work something out, Lord Sakai. Those Eagle Tribe bastards stole my navigation charts. Maps of every smuggling route between China and Hakata Bay. You need them to reach the mainland. That is right. And if the Mongols break my code, they will learn every weakness in the Shogun's fleet. That sounds very bad. We can recover these charts, if you grant Kenji passage to the mainland. You have yourself a deal. Keep an eye on Kenji. Trouble sticks to him like shit on rice. Verborgener Schatz. Ein alter Mann bat mich, seinen verborgenen Schatz zu finden, bevor es die Mongolen tun. Will er mich zum Narren halten oder ist er vielleicht selbst mit Schwarzhand Riku mitgesegelt? Folge der Küste bis zum nächsten Wachturm. Wenn die Sonne den Horizont berührt, gehe dorthin, wo der Schatten euch führt. Geht am Ufer 5-mal so viele Schritte vorwärts, wie es Tempel und Heiligtümer auf Iki gibt. Wendet euch nach links, geht genauso viele Schritte voran wie zuvor. Durch das Guckloch weist der ferne Fels den Weg. Ach du Scheiße, wie soll ich denn sowas finden? Was müssen wir jetzt machen? Wir müssen irgendwie Karten holen. Und hier ist noch ein unentdeckter Ort. Könnt ihr ja mal speichern eigentlich, oder? Habe ich heute noch gar nicht gemacht. Spiel speichern. Hier, 4.9. überspeichern. Yes. Der Adlerstamm hat die Navigationskarten der Viper gestohlen. Wenn sie die Geheimschrift knacken, wissen sie von jeder Schwäche der Flotte des Shoguns. Ich muss sie zurückholen, bevor es soweit kommt. Mal gucken, ob mir das gelingt. Hüpp. Leute verbrannt, glaube ich. Ja. Blutbefleckter Schrein. Hier gibt es einige Schreine. Hier hängen Leute Kopfüber und nicht Kopfüber an Bäumen. Wir hatten ja schon einen anderen Schrein, aber wie ich die gelöst kriege, weiß ich nicht. Erst frühlingsgrün, verfärbt sich schwarz, verwesend, krank durch Blut und Biest. Jäger, weise ab den Tod, bekämpfe menschliche Schwäche.
Steht jetzt bestimmt auch nicht abgeschlossen, genau. Kehre zu deinem Verbündeten zurück. Ist er nicht mitgekommen? Steht noch da unten, muss ich mit ihm reden. Wir können zu den Pferden wieder hochgehen. Kenji. Die stehen ja noch da oben. That could have gone worse. The Viper trusts us. Now we have to deliver. I think I pulled something when those bandits tied me up. Maybe I should rest up while Hugel helps you rob the Mongols. He's just a fisherman, Kenji. He saved your life. Wie er sich drücken will. If you want to act like the ghost, stop using people and start thinking how you can help them. Der Sack, ey. Oh, ich hab mir was verzerrt. You're going to die here. Just like your father. The Sakai name will vanish from the earth. Your life meant nothing. Stop it. My family is dead. Nobody needs a coward's help. Ich werde immer wütender, glaube ich. Kenji, das sind meine Blumen. With the Viper. I didn't know you were such a smooth talker. I spent most of my life helping Lord Shimura settle disputes among samurai families. Sounds boring. Sometimes, but wield it carefully. The right word strikes deeper than the sharpest blade. Die richtigen Worte schneiden tiefer als das schärfste Schwert. So. Wir sind schon vorbei, ne? More guards than I expected. Maybe I should keep watch. Anything goes wrong, I'll give a signal. Bird call. No, screaming monkey. Shh. Shh. Thank you.
Das ging daneben. Viper's navigation charts. Time to go. You can't stay hidden forever. Once you pissed yourself in fear, remember? Pissed yourself in fear? You hate them too. What? You're not real. Tür ging eben. Ein Sakai-Banner. Sehr gut. Haben wir schon 2? Von 30? 30 Stück gibt's davon. Oha. Das wird noch eine Weile dauern, die alle zu finden. Zeit. Alle Zeit der Welt sozusagen. So, wo müssen wir hin? Nach links. Ist auch eine Statue da, oder? I've got it. Let's go. Let's go. Could use more shut-eye. Just in time. Good work. Everything is here. We'll just need a few minutes to check my maps. Ich hoffe, die haben keine Kopien gemacht. What about the people we sent ahead of us? Settled on board, but we are at capacity. Have to dump all expendable cargo. There's only room for one more passenger. Ready to set sail, Kenji?
When do we leave? Soon. We wait for no one. Reza doing business with you, Lord Sakai. And you. Sure you don't want in? I could hide you in one of my sake barrels. It's a tight squeeze, but with a little cooking oil, those narrow hips. I'll pass. I'm not finished here yet. Well, I guess this is goodbye. Keep some of your best sake chilled for me. We'll celebrate when this is all over. I'd like that. Aww. Hugo! Forget something, Master? Yeah, my common sense. Take my seat on the ship. You earned it. But, Master... Get moving before I change my mind. I didn't think you had it in you. I'll scrape by. Fugu, I didn't like his chances. It's better this way. Besides, you didn't think you'd get rid of me that easily, did you? I'm not that lucky. This calls for a drink. To the ghost of Iki. To forgetting all about him. Sehr schön. Wunderbar. Talisman der perfekten Landung. Gehalte nach einer erfolgreichen, sicheren Landung Entschlossenheit. Oh. Man springt sozusagen in die Entschlossenheit. So, ich gehe nochmal pieseln. Bin gleich wieder da. Tschüssi. Rip me off, will they? So, wieder zurück. Back I am.
Sorry für die wunderschöne Geräuschkulisse. Kill the man once, just for pissing on us. I know. Oh, ein Flammenschwert. Wofür habe ich das denn angemacht jetzt? Als Fackel oder was? Oh, ist schon wieder aus. Krass. Der Kahn, der uns am Anfang des Spiels erstmal von der Brücke runtergetreten hat. Der Arsch. Das war ein Bär. Ich dachte, das wäre ein Schwein, aber es war ein Bär. Sorry, Bär. Danke für deine Felle. Hier sind ganz viele Affen unterwegs. Der eine lauscht den anderen. Die machen ja wieder Bogenschusswettbewerb. Da kriege ich doch zumindest Bronze. Bronze! Das kann ich. Sekunden weggehen. Na gut, Bronze.
Danke. Bin eher erstaunt, dass ich Bronze schaffe als Faultier. So. Insel Saru. Loop, streng dich mal an. Na, mach ich doch. Hab ich doch. Es geht nicht besser. Ich habe alles probiert. Was will man machen, ne? Ich fände es super, wenn... Obwohl, Muschel streamt das ja, ne? Die hat Dying Light an, wahrscheinlich für den Dennis. Wollte schon gerade sagen, ich fände es super, wenn es jemand streamt, aber da muss ich an Discord rennen. Zum Schmulen. Oh. Stand and fight! Flüch nicht! Klar! The best what was possible, I did. Kopf ab? Nee, nicht ganz. Oh! Wieso helfen die mir? Voll nett. They didn't stand a chance. Na, ein Glück haben die mir geholfen. One man against a pack of Mongols. Figured we'd even the odds. Sonst wäre das ganz anders ausgegangen. Keep ambushing their patrols. We'll clear the roads and drive them off this island. Nicht schlecht. Thanks again, ihr Atzen. Ja. Hold still. Figured I was done for. You're safe now. Please accept this small gift. Affen. Zwei riesige Affen. Noch mehr Affen. Affenstatuen. Nee, das sind so kleine Menschenstatuen. Und Frösche und Affen. Einer hört nichts, der andere sieht nichts und der letzte sagt nichts. Sehr schön. Didn't want you to slip.
Your samurai armor won't shield you from your own mind. I'm losing my mind. I'm losing my mind. Nee, I don't want to lose my mind. Irgendwo ein Banner bimmeln. Kann ich da ins Wasser fliegen oder bin ich tot? Wasser ist okay. Wer macht die Lichter hier an? Irgendjemand muss sich doch darum kümmern. Ein Sakai-Banner. Sehr gut. Oh oh. Oh, hier sind... Das ist eine schöne Malerei. Und der sieht die aber nicht, der Affe. Der guckt da nicht hin. Das ist bestimmt ein Dämon oder sowas. Immer höher, auf den Berg hinauf. Hallo Affe.
Das war daneben, eindeutig daneben gesprungen. Heiligtum. Oha. Wie weit oben? Ich glaube fast, das ist mit der höchste Punkt auf Iki Island. Da hinten vielleicht noch Ditte. Aber ansonsten ist nichts höher als dieser. Dieses Affenheiligtum. Da ist noch eine Insel. Das ist die mit dem Baum da. Na dann, Flöte auspacken. I should try my mother's old song again. Yep. She never wanted me to sit still. She taught me to play and move. Like a monkey. Like a monkey. Wie ist ein Monkey? Manchmal schon, ja. Der ist jedenfalls wie ich, der Affe. Not bad. Schmatz, schmatz, schmatz. She told me to copy her bobbing her flute left and right, just to make sure I'd mastered it. I will say, it's hard to play when you're laughing. Als dein Lied endet, fühlt sich dieser Ort wieder wie ein Heiligtum an. He likes chocolate bananas. Nein, nein. Schokoladenbananen und dazu Bier? Ich weiß nicht.
Alter, krass. Schön. Das hat Spaß gemacht, da hoch zu klettern und Flöte zu spielen. Das war schön. Kann ich hier durchs offene Meer einfach zu dieser Insel darüber schwimmen? Oder gehe ich unter? Wie ein Stein. Das neue God of War sieht grafisch echt kaum besser aus. Liegt wieder an der Low PS4. Die PS4 ist wieder der Klotz am Bein, der das Spiel so grafisch nicht so geil macht auf der PS5. Das ist ja schade. Aber Spider-Man soll doch nur noch für PS5 kommen, oder? Da werden sie bestimmt auch zurückrudern und dann sagen, ach komm, wir machen es doch für die PS4. Im November kommt God of War, ne? PS4 muss endlich begraben werden. Ja. Wenn sie so die Möglichkeiten so runterzieht, ist das halt schade. Die wird 10 nächstes Jahr. Echt? 10 Jahre gibt sie dann schon nächstes Jahr? Ist die 2013 rausgekommen? Krass. Krass, krass, krass. Ich will irgendwo Katzen streiten. Fast alle PS5-Spiele gibt es für PS4, außer Ratchet & Clank und Last of Us. The Last of Us Remake gibt es nur für PS5. Und auf der PS4 haben sie ja das Remastered, ne? Ja. Und Ratchet & Clank gibt es nur für die PS5. Das ist aber echt eine sehr, wie soll ich sagen, eine sehr karge Ausbeute an Spielen, die PS5-only sind. Ist ja kaum der Rede wert. Säule der Ehre. The Saya is so valuable. Even this monkey likes it. You want that? Or would a tune suffice? Wie der Affe da sitzt und das Schwert haben will. Und Demon's Souls. Returnal noch? Okay, ja. Also 3 Titel in 2 Jahren. Das ist echt nix. Ja. Das ist echt nicht gut. Diese S-Animation von den Affen. Somit haben wir den sozusagen weggelockt und können uns jetzt das Schwertkit nehmen. Also. Danke, mein Kind. This is of more use to my blade than to you. Nekomas Biss. Wer es wagt, Nekoma zu wecken, wird ihren Biss spüren. Resi 4 Remake ist auch nur Next Gen Only. Also bei Remakes ist es, glaube ich, auch einfacher zu sagen, es gibt das Spiel ja in einer Version, die du auf deiner Konsole spielen kannst, aber Spiele, die halt noch nicht existieren und dann erscheinen, da muss man irgendwie immer mit an die letzte Generation denken. Und die schränkt dann im Zweifelsfall die Qualität des Spiels ein bisschen ein, was schade ist.
Ist eine Bambusflöte, oder? Aus einem Bambusstück gemacht. Hier liegt jemand tot im Sand. Und ein bisschen weiter sitzt einer und chillt. Willst du den nicht mehr begraben? Oh! Ein Bambusstand. Oh oh. Jetzt? Jetzt Bambusstand. Da ist er endlich. Der Hendrik verpasst den aber. Den Bambusstand. Wollen wir auf Hendrik warten und wir wissen jetzt, wo er ist? Oder wollen wir den einfach ohne Hendrik machen? Ich habe ihn beschworen. Ja. Wayne, Hendrik. Wow! Hallo, Silence. Wie gemein. Da müssen wir einen Clip von machen oder ein Highlight. Wayne. Na gut, dann sprechen wir jetzt mal mit dem Herren hier. Forgive me. Gibt vier Stücke insgesamt. So cold last night. Ja. I had to burn the bamboo. No need to worry. I'm glad it kept you warm. If you have some bamboo, you're welcome to restock the stand to train. Oh, der musste das Bambus verbrennen, weil ihm kalt war. Aber ich habe ja genug Bambus, oder? So, meine Damen und Herren, werdet Zeuge von krassen Skills. Haltet euch ab und zu die Augen zu. Wir hatten das schon hier und da. Nicht, dass ihr erblindet. Hard Mode. Mal gucken, 3 ist ja nicht so schwer. Aber wenn das dann mehr werden und man ganz schnell verschiedene Knöpfe drücken muss, dann könnte es schon etwas schwieriger werden. Diesen Bambusstand widme ich der Muschel, die auch ganz schnell random Knöpfe drücken kann. Mann! Die ersten 2 gingen so gut. Max, lach nicht. Sag mal, was mach ich denn falsch? Fehlt noch ein Dreieck? Nee. Yes. Beim ersten Versuch sozusagen. Nicht. Oh Mann, ey, was ein Profi. Naja, ich war ja schon ein bisschen gut, ne? Nicht ganz krass, aber schon so ein bisschen. Müsst ihr zugeben. Nur 20 Versuche. Ach wo, das waren maximal 3. Oder so. Ey, Max, grüß dich. Tier 3 schon wieder, du Kloppo. Vielen lieben Dank für den Resub im 24. Monat. 2 Jahre, wieder Tier 3. Ich verstehe es auch nicht. Silence, ich kapiere es nicht, warum er das immer macht. Aber vielen lieben Dank trotzdem für die Unterstützung. Der will halt das König-Faultier haben. Dass man diesem Mann mehr als 93 spenden möchte. Verstehe ich auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das verstehe ich null, aber ich freue mich natürlich und fühle mich geehrt, dass der Max mir da so die Fuffis in die Schlüppi steckt. Und alles nur für so ein königliches Faultier. Ja krass, Bambusstand. So, ich hoffe, das hält noch eine Weile. Kann ich mit ihm sprechen? We don't get many visitors, let alone one so skilled. This location is quite remote. Why do you stay? As you just demonstrated, the quiet helps one focus. Was ist denn hier mit deinen toten Leuten? Bleiben die einfach liegen? Anscheinend schon, ne? Ach, Max. Grüß dich übrigens. Ich hoffe, der Arbeitstag war gut soweit. Und ich sag nochmal danke, danke, danke. Challenge me! Nein! Ich wollte eigentlich meine wunderschöne Haltung einnehmen. Oh, Pfeil und Bogen. Der Drecksack. Na, warte. Haha. Mehr Glück als Verstand mal wieder, aber egal. Mein chinesischer Grüntee ist heute angekommen. Er schmeckt viel anders als der japanische. Richtig krass. Da gibt es also wirklich deutliche Unterschiede. Anders gut, oder? Ja, bestimmt, oder? Hast du wieder beim Teekontor bestellt oder woanders? Nee, woanders. Gewiss auch gut. Okay, sehr schön. Oh, das darfst du aber nicht deinem Psychologen erzählen. Was denn? Chinesischer Tee schmeckt anders als Japanese Tee? What? What? Ich bin schon wieder völlig lost, glaube ich. Ach, guck mal, hier hätte ich wieder Sachen runterreißen können. Einfach auf die Leute drauf. So, hier, zack. Ach nee. Brauche ich wahrscheinlich als Kletterhilfe. Warte, warte. So. Ah. So wird ein Schuh draus. Dann genieße diesen Tee auf jeden Fall. Lass es dir schmecken.
Tüdelüt. Das Wetter wird merklich schlechter. Am Donnerstag 100% Regenwahrscheinlichkeit in Berlin. Und da muss ich ins Büro. Freue ich mich jetzt schon drauf. Muss ich mit dem Regenschirm raus. Damit meine Frisur nicht kaputt geht. Oh. Psst. Quote 139. Ja, super. Ich hoffe, ich kriege das mit den Drogen wieder in den Griff. Na, ist doch so. Das sind aber hier riesige Steine. Steindingsies. Die hier aufgetürmt haben. Was ist denn mit dem Vogel los? Der hat mich hier hochgelockt. Saruiva-Ausguck. Wann geht's nochmal in Urlaub? 30.09. ist ein Freitag, glaube ich. Fliegen wir nach Dublin und am 4.10. kommen wir wieder. Dann haben wir Samstag, Sonntag komplett und Freitag halt Nachmittag, Abend und Montag, Vormittag, Nachmittag. Töte Gegner mit einem halluzinierenden Pfeil. They'll find you. You can't hide the stink of your father's failure. Oha. Noch 2 Monate, dann Kekse backen, ja. Ja. Gewiss, Maxi und ich gehen auch bald zusammen in Urlaub nach Asien. Gewiss. Wir gehen zu zweit und kommen zu viert wieder zurück. Ihr Quatschköpfe, ey. Ja, wie gesagt, 30.09. bis 4.10. und dann 17.10. bis 19.10. bin ich nochmal 3 Tage in Germany unterwegs. Habe ich mir auch Urlaub genommen. Und dann mache ich mal Montag, Dienstag, Mittwoch frei. Und dann habe ich immer noch zwei Urlaubstage übrig, die noch nicht verplant sind. Noch ein Stream, den ich nebenbei gucken muss. Tanis B. Slot Hart. Mit 2 Ladyboys. Johnny, wieso? Hallo Buff, vielen lieben Dank für deinen Resub. 35 Monate. Im nächsten Monat sind es 3 Jahre. Krass. Noch ein Stream, den ich nebenbei gucken muss. Ach, wo? Du guckst bestimmt jetzt gerade hier Rustalot, oder? Das läuft doch 18 Uhr bis 23 Uhr. Tanis Slot Hart, genau. Vielleicht, man weiß ja nie, wo die Liebe hinfällt, genau. Genau, viel Freude auf jeden Fall bei Rustalot, Herr Buff. Und danke. Thank you very much. Der war da vorbei. Den interessiert das gar nicht. Wieder vorbei. Gut, also meine Giftpfeile, Halluzinationspfeile sind leider alle.
Leider. Bonus kriege ich hier schon mal nicht. Scheiße. Und ab und zu bei den anderen. Genau, die Prinzessin, wahrscheinlich den Hauptmann. Und wen es da nicht sonst noch so alles gibt. Ja. Sehr gute Wahl. Boah, ey. Ich treffe halt nicht, ne? Rustalot ist super. Hat es jemand gehört? Lebt der immer noch? Jetzt brennt er. Junge, Junge, das Aim ist richtig schlecht. Henrik, ich habe schlechte Nachrichten für dich. Wir haben einen Schrein gemacht. Einen Bambusschrein. Vor 15 Minuten oder so. Ich mache daraus noch einen Clip, damit du das dir angucken kannst. Du kannst aber natürlich auch das VOD aufmachen und dahin zurückspulen. Rauft er sich die Haare. Also mir geht's gut soweit, Arbeit läuft, alles recht entspannt und ja, ich hoffe, bei dir ist auch alles gut, Buff. Einer von vieren, die er bestiegen hat. Was? Hat nur 30 Minuten gedauert. Weiß gar nicht, was du meinst. Bin schon wieder lost. Wie finden Sie die krassen Timeskips in House of Dragon? House of Dragon fand ich großartig, muss ich ganz ehrlich sagen. No! Wieso bleibe ich denn stehen? Ich höre einen Bogenschützen. Der steht hier oben irgendwo, oder? Also wie gesagt, House of Dragons Folge 3 hat mir super gefallen. Wobei ich nicht verstanden habe, wieso der Krabbenmann oder wie heißen, sich reinlegen lassen hat. Aber egal. Ja. Ist ja eigentlich eine neue Woche. Wöchentliche Erinnerung, dass Ghost of Tsushima und Horizon Forbidden West noch immer nicht auf PC portiert wurden. Ja, danke, Henrik. Und wieso verschwendest du den Dreifachschlag gegen einen fast toten Gegner? Was? Das war notwendig. Als ob ich nicht einschätzen könnte, wie viel ich da einsetzen muss. Wie du nur 5 Gegner töten musst, um die Geisthaltung zu triggern. Das liegt an der Rüstung, an der Geistrüstung. Die reduziert das wieder um 2. Normalerweise brauchst du ja, glaube ich, 7. Und in meinem Fall für dich dann irgendwann auch, wenn du die Rüstung hast, ist es nur noch 5. Der Drache war gerade wieder... Echt? Der Helikopterdrache. Großartig. Echt richtig gut. Hat er irgendwen entführt, gefressen oder einfach nur wieder Feuer gespeit? Gespiehen, gespohen. HFW ist ja auch erst ein halbes Jahr alt. Wieso sollte es da schon einen Port geben? Weil Geld. Armer Eddie hat gerade mal 10% seiner Rückzahlung zusammen bis jetzt. Ich hoffe, der kriegt das zusammen. Nicht, dass sie ihm den Strom abstellen. Dann war es das nämlich für ihn. Das war's dann für ihn. Oh,
These animals are caged to be shipped away. Ist dieser Priester. Sony wird denen genug Geld gegeben haben, dass das nicht passiert, ne? Ja. Nein, nur Brandbombe, Feuer gespien. Es war so schön am ersten Tag, wo er dann Drache gesagt hat, dann kommt er angeflogen. Du hörst so die Rotorblätter von dem Hubschrauber und dann kommt dieser gespikte Hubschrauber da lang. Das ist schon echt schön gewesen. Weil Geld, die bekommen viel mehr für die Exklusivität. 1000 Euro Nachzahlung Strom, glaubt ihm doch eh nicht. Glaub ich dem eh nicht. Ja, also der hat schon so viele Donation Goals gehabt, wo er auch dann die Leute abgezogen hat. Ist die Frage, ob das jetzt wieder so ein Versuch ist. Ich weiß es nicht. Aber so haben sie das Geld von Sony abgegriffen und können in 3 Jahren dann zusätzlich nochmal für PC abgreifen. So, ich mach mal hier weiter. Oh, hier war ja jemand. Hab ich gar nicht gesehen. Sorry fürs laute Schreien. Hier sind ganz viele Tiere eingesperrt. Das möchte ich nicht. Die muss ich alle befreien. Aber erstmal muss ich ja alles an Menschen, an Mongolen schnipseln. Oh, da sind Pfeile, sehr gut. Mongos, Mongolen. Ich habe nicht Mongos gesagt, hoffe ich zumindest.
Es gibt gerade wieder. Er gibt gerade wieder an, weil er mit 60 noch viel Erfolg auf Twitch hat. Ja, sehr gut. Gut für ihn. Ey, Schluppi, grüß dich, hallo. Na? Schönen guten Tag. Stand and fight me! I'll just bury you. Na, alles fit im Schlüpper? Ja, ich würde sagen, ja, alles in Ordnung. Okay. What the hell? Shut the fuck up, Watch. Und selber? und selber so, Schluppi? Das freut mir, sehr gut. Wo kann man denn jetzt die zwei perfekten, wo kamen denn jetzt die zwei perfekten Paraden her? Jetzt zum Schluss hier auf der Brücke, ne, voll episch eigentlich. Total krass episch, aber ich sage dir, ich verrate dir mein Geheimnis, aber nicht weiter erzählen. Das war pures Glück. Pures Glück, das war Zufall. Das hat also wirklich nichts damit zu tun, dass ich gekonnt, gewillt, wie auch immer, hier, ne, da die Paraden aus der Schlüpper gezaubert habe. Das war einfach Glück. Bei mir auch. Machtet nicht, der petzt. Wer petzt? Was soll ich nicht machen? Ich petze? Ja, aber richtig. Oh, Entschuldigung, ich wusste nicht, dass hier noch jemand wohnt. Dann hätte ich die Tür ganz gelassen. Sie können aufhören zu fegen. So wie das hier aussieht, nützt das eh nichts mehr. Ja, er schafft das schon. Ich fühle mich ein bisschen schlecht, dass ich die Papiertür kaputtgeschlagen habe. Ja, naja. Das ist nicht so gut für die, die da wohnen. Zu spät, du hast schon gesagt, wo die Paraden herkamen. Ja, stimmt auch wieder. Ich war zu schnell bei der Sache, ich habe zu schnell gequatscht. Ich weiß, manchmal, aber ich muss, es geht nicht anders, es muss raus. Ich flöte euch noch was. Zum Abschied. My mother said you'd never mastered a tune unless you could play with it, make it yours. Let's see how I do. Großartig. Als ob ich Flöte spielen könnte. Aber ich kann das nicht. Ich war zu langsam beim Schreiben, das ist nicht schlimm. Ich bin zu langsam beim Lesen. First time I improvised, she laughed. But the last time, she closed her eyes as she listened. The sunlight on her cheeks, her face serene. Even after seeing her sick. That's the face I'll never forget.
So. Wie der da sitzt. Wie er da sitzt und guckt. Wie süß. Und der sitzt auf einem unsichtbaren Stein. Hallo. Schön. Trinken ist wichtig, ja. Das stimmt, Matze. Aber ab einer bestimmten Uhrzeit muss ich aufhören zu trinken, weil ich sonst nachts immer ständig auf Klo rennen muss. Voll scheiße, sowas. Wenn du so eine Studentenblase hast, aber schon eigentlich Opa bist. So. Ja, ich glaube, das war's für heute. Oh. Tote Äffchen. Nicht gut. An meinen Anhänger seinen, ich verstehe eure Bedenken wegen dem, was ihr am Saruiwa-Ausguck tun. Was wir an dem Saruiwa-Ausguck tun. Um diese Tiere wird sich auf ihrer Reise gen Westen gut gekümmert, wo sie die Paläste des Großkhans mit Leben erfüllen. Dennoch besorgt mich euer fehlendes Vertrauen in mein Urteilsvermögen. Ich hatte gehofft, ihr wäret bereit, von der heiligen Medizin zu trinken und euch auf eurer Reise des Geistes von mir führen zu lassen. Aber jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ob ihr bereit seid. Euer Zweifel ist gering, doch so wie Fäulnis, die in jedem Stoff einer Jurte kriecht, oder das leichte Hinken eines großen Pferdes, merkt man ihn kaum, bis er plötzlich zutage bricht und nicht mehr behoben werden kann. Die Jurte muss verbrannt werden, das Pferd getötet. Ich hoffe, dass ihr dies bedenkt und euer Vertrauen in euren Cartoon beweist. Aha. Kannst du mal bitte das Nilpferd nochmal zeigen? Kann ich gleich machen, na klar. Wir haben ja gleich nochmal einen Just-Chatting-Bereich und da zeige ich das Nilpferd. Da haben sie die ganzen Juden verbrannt. Wie der da sitzt, der Affe. Kratzen. Der sieht ein bisschen aus wie ich, nach einem schweren Arbeitstag. Nilpferd, warte. Hat hier so einen kleinen Zettel, den kann man auch abschnibbeln. Genähte oder gestickte Augen, also sind keine Knöpfe, sondern es ist in den Nilpferdkopf reingenäht, genauso die Nase. Hier. Ja, und das ist das Nilpferd. 5 Stück sind noch da. Und dann sind, wie viel habe ich insgesamt gehabt? 20? Ich glaube ja. Sind alle weg. Mein Sohn sammelt Plüschtiere. Ah, na dann, vielleicht wäre das noch eins für die Sammlung. Es ist jetzt nicht so besonders, es ist schon relativ weich. Und groß. Und ja. Es ist super kuschelig. Mein Sohnemann liebt es. Sehr gut, Pustekuchen. Danke nochmal für das Video. Das fand ich echt süß. The Lightman. Danke für dein Follow. Thank you for the follow. Das ist sehr nett von dir. So, Optionen speichern. Ghost of Tsushima, hier. Nicht 18.04., sondern 6.09. Ja. Schön. Wunderbar. Hier ist nochmal der Titelbildschirm. Das ist irgendwie ein bisschen anders. Also irgendwie
ist die Sicht etwas vernebelt, glaube ich, durch die Drogen, die die mir eingeflößt hat. War nicht freiwillig. The Lightman ist mein Sohn. Ach so, hallo. Grüß dich. Ja, für Zuschauerzeit kann man das einlösen. Also fürs Zugucken gibt es ja diese Kanalpunkte und da kann man dann Sachen einlösen. Ich habe auch schon mal Tassen gehabt oder Lesezeichen oder Buttons oder Magneten oder Plüschnilpferde. Okay, meine Damen und Herren, wir sind durch für heute. Wir sind am Ende des heutigen Streams angekommen. Ich werde mich jetzt, glaube ich, wieder auf The Couch... Nee, falsche Musik. Ich werde mich, glaube ich... Ey, Hagen, grüß dich. Guten Tag. Ich werde mich auf The Couch legen und, glaube ich, noch ein bisschen Streams gucken oder Serien. Falls ihr Rust spielt und Mittelalter mögt, guckt mal auf rustalot.de vorbei. Da wird noch bis Sonntag gestreamt. Vielleicht trifft das ja euren Humor, ich weiß es nicht. Ich kann mich hier und da gut amüsieren darüber. Sind relativ große deutsche Streamer, die da unterwegs sind. Die haben über einen Rust-Server haben die eine Mittelalterwelt aufgebaut, eine Fantasy-Welt. Und jeder spielt halt da eine Rolle in dem Spiel und dann laufen die da rum und haben sehr lustige Unterhaltung. Mein Highlight in diesem Spiel ist ein Hubschrauber. In Rust gibt es ja Hubschrauber. Und wenn du Admin bist, kannst du den, glaube ich, auch selber irgendwie bekommen. Ich weiß gar nicht, ob du als Spieler auch Zugriff auf so einen Hubschrauber hättest. Und den haben die umgebaut und das ist ein Drache. Das heißt, der fliegt da rum und speit Feuer. Richtig geil. Also, guck da gerne mal vorbei. Vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Max, sorry, dass ich wieder so früh angefangen habe und so früh aufhöre. Und trotzdem vielen lieben Dank für diesen Riesensub. Vielen lieben Dank an den Lightman für den Follow, an den Buff für den Resub und an den Hardware Max für das verschenkte Sub an Dr. Honky, an den Silenx für den Resub und an euch alle für die Zeit, die ihr immer wieder mit mir verbringt. Ich hole mir nächste Woche Forbidden West. Sehr gute Entscheidung. Ein großartiges Spiel. Ich habe es ja durchgespielt nach 150 Stunden oder so und bin mal gespannt, ob irgendwann noch mal ein DLC kommt. Wahrscheinlich schon. Mit Nemesis oder so. Also. Thanks for being here today. Wir sehen uns morgen, wenn ihr möchtet. Morgen auch wieder 16 bis 19 Uhr. Ich weiß, viele von euch sind da noch arbeiten und können da gar nicht wirklich gucken. Am Wochenende ist es dann aber wieder zu verträglicheren Zeiten. Wobei manche schlafen da vielleicht auch noch. Morgen spielen wir Elite Dangerous, eine Weltraumsimulation. Da freuen sich auch sehr viele drauf. Oder auch nicht. Da ist es vielleicht für manche auch gar nicht so schlimm, dass ich das nachmittags streame. Und ja, das ist es von mir. Kommt morgen gerne wieder vorbei. Und ansonsten am Samstag ab 12 Uhr mittags The Last of Us. Und am Sonntag 12 Uhr mittags Ghost of Tsushima. Nächsten Monat. Okay, also dann im Oktober. Ja, du willst ja, glaube ich, erstmal vor Forbidden West. Nee, Zero Dawn komplettieren, ne? Da bist du, glaube ich, auch noch ein bisschen dran mit beschäftigt. Also, gehabt euch wohl. Einen schönen Abend euch noch. Vielen lieben Dank fürs Hiersein und bis bald. Tschüss.